Kommen wir zu dem Verfasser dieser Schrift. Er ist der große Imam und der Führer der Gläubigen im Hadith. Sein Name ist Abu Abdullah Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri. Geboren im Jahr 97 nach der Hijrah und gestorben im Jahr 161 nach der Hijrah. Und er stammte aus dem irakischen Al-Kufa. Damals ein Zentrum des Wissens. Und er kommt oder er stammt aus einer besonderen Familie. Sein Vater, Said, gehörte zu den Gelehrten und war einer der Hadith-Überlieferer. Und das macht Sufyan al-Thawri. Manchmal sagt er, Haddathani Abi, und mein Vater hat mir berichtet. Subhanallah. Wie schön ist das, wenn der Sohn über seinen Vater überliefert. Der Sohn ist ein Gelehrter und ebenfalls sein Vater. Und es wird sogar gesagt, dass sein Großvater, Masrur, ein Sahabi oder zumindest ein großer Tabi'i war. Ihr seht also, was für eine gesegnete Familie. Imam Ahmed ibn Hanbal sagte zu seinem Schüler al-Marruzi, weißt du, wer der wahre Imam ist? Der wahre Imam ist Sufyan al -Thawri. Keiner wird ihm in meinem Herzen vorgezogen. Das deutet auf die hohe Stufe von Sufyan al hin. Dass sogar Imam Ahmed gesagt hat, keiner weder Al-Shafi'i, noch Malik, noch al awzai noch Al-Layth. Keiner erreicht die Stufe von Sofian al obwohl Ahmed ihn nicht erreicht hat. Ahmed ist, nachdem Sofian al gestorben ist, auf die Welt gekommen. Aber trotzdem hat er ihn mit diesen Worten beschrieben. Und man könnte im Groben sagen, zu Lebzeiten der Atba' al die also nach den Tabirun kamen, gab es vor allem vier große Gelehrte in den verschiedenen Ländern in al medina in Hijaz also, war es Malik ibn Anas Imam Malik in Ägypten war es al ibn Sa'ad. in der Levante Bilad al-Sham Großsyrien war es Al-Awza'i Abdurrahman Al-Awza'i und im Irak war es Sufyan al-Thawri diese vier zählten zu den ganz großen zu den ganz großen Ulama und waren alle ungefähr auf einer Stufe. Und Sufyan al wurde sogar als Amirul Mukminin fil Hadith bezeichnet, der Führer der Gläubigen im Hadith. Und nur sehr wenige wurden mit diesem Zunamen gerufen oder bekamen diesen Zunamen. Man könnte sie vielleicht an einer oder an zwei Händen abzählen.